Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Quizzo. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Quizzo kommt in so einer Verpackung, das heißt, die Dose liegt drin, braucht man die Verpackung? Nee, die kann man wegmachen. Ihr braucht eigentlich nur diese Dose, da ist das Material drin. Es ist ein Spiel ab 6 Jahren, der Elias ist? 6. Genau, 2 bis? 8. 8 Spieler, wow. Wir zeigen euch das zu zweit. Es funktioniert auch mit 8 Spieler, aber 8 Spieler ist heftig. Ihr werdet auch gleich merken, warum und wieso, weil wir zeigen euch natürlich auch ein paar Sequenzen. Und das Ganze dauert 15 Minuten. Und bevor wir hier gleich einsteigen, das sieht hier die Auslage, sage ich natürlich, um was es geht. Hier, bevor wir erst einmal das Ganze zeigen, die ganzen Tiere, die hier drin vorkommen im Spiel, sind hier erklärt als Übersicht. Namentlich genannt, das heißt die Schnelligkeit, das Gewicht in dem Fall, die Lebenserwartung und die Größe. All das ist hier hinterlegt und die Regeln auch. Sodass, wenn man die Tiere hier nicht gleich kennt, kann man erst einmal dieses Heftchen durchgehen, die Tiere benennen. So, und hier sieht man die Übersicht. Wiegt wenig, wiegt viel, langsam, sehr schnell. Ja, die Körpergröße, ganz klein ist der Käfer, ganz lang in dem Fall, von der Größe ist der Hai. Und hier haben wir die Lebenserwartung, die Biene, die lebt nicht so lange, aber der Elefant lebt sehr lange. So, und hier haben wir den Stapel und jetzt fangen wir gleich an und jetzt schauen wir mal, wer als erster die 8 Tierkarten hat, weil die ich drehe erste Karte hat. Die erste Karte oder die ersten 8, weil dann hat man das Spiel gewonnen. Mom. Das heißt, jetzt geht es um Lineal, das heißt, welcher von diesen Tieren ist nicht so lange? Und dann muss man schauen. Seehund. Am kleinsten, Moment, Seehund, da schauen wir mal nach, Seehund. Der Seehund, der Löwe und die Schlange. Tatsächlich, du hast richtig, ein Punkt für Elias. Habe ich noch gewusst von dir vorhin. Wir haben es nämlich vorhin auch schon wieder gespielt. So, und jetzt ganz wichtig, wenn der Elias das falsch hätte, dann muss er eine Karte abgeben. Ich habe doppelt keine. Ja, sofern er eine, ja genau, am Anfang, wenn er keine hat, hat er Glück gehabt. Und so funktioniert das Ganze. So, das Körpergewicht. Welches Tier wiegt am wenigsten? So, dann muss man immer auf den Karten schauen. Vielleicht weiß man es mal. Schlange. Oh, du bist zu schnell. Ah, oh, nein. Schlange, schau mal hier, der Adler, der wiegt weniger. Du musst die Karte abgeben. Haha. So, dann machen wir die Karte nämlich raus. Wieder Unentschieden. Nein, einfach dahinlegen. Ja, können wir auch machen. Wir legen sie auf die Seite. So haben wir es ja bisher immer gemacht. Beziehungsweise für die Zuschauer als Übersicht. So, was ist das schnellste Tier? Dann müsst ihr hier nach Schnelligkeit gehen. Löwe. Löwe. Gleichzeitig. Ach komm, du kriegst sie. Ja. Gleichkeit hier. So, welches Tier lebt am längsten? Wo ist es denn? Der Adler. Da habe ich nicht gesehen. Genau. Komme ich. Also ihr merkt, man lernt da wirklich sehr viel in dem Spiel unterbewusst, je nachdem, man kann natürlich auch so raten. So, welches Tier ist das längste von denen? Wir haben Krokodil, Seehund und Schlange. So. Seehund. Jetzt habe ich in der falschen geguckt. Was? Seehund? Wo ist denn ein Seehund? Hä? Ich habe da geschaut. Ja, das ist aber hier das in dem Fall. Und abgeben. Ja, ihr merkt das. Ah, das ist schon Motivation hier das Ganze. Geht natürlich auch um Schnelligkeit. So, welches Tier ist am schwersten? Elias, immer gut überlegen. Der Elias rät nämlich auch gerne mal drauf los, wenn er es abschätzt von den Tieren. Ihr könnt natürlich auch so spielen. Ansonsten orientiert ihr euch immer Gorilla. Hier an den Übersichten. So, jetzt hat der Papa nicht aufgepasst. Wartet lauter erzählen. Gorilla. Ja, das stimmt. Sehr gut. Und welches Tier ist am langsamsten? So, und da kann man natürlich schon sagen, Schildkröte, Adler, Gorilla, was wohl am langsamsten ist, das, da kann man auch drauf losgeraten. Genau, da hätte ich jetzt auch drauf losgeraten, je nachdem, ob es passt oder nicht. Das ist natürlich auch sehr gut, wenn man sich ein bisschen auskennt bei den Tieren. So, Lebenserwartung, welches Tier lebt gar nicht so lange, das heißt, das ist hier das Herz, Minus. Hase. Wollte ich gerade auch sagen, Moment, Hase. Oh, und dann kommt schon die Fledermaus. Ja, ist deine Karte. Ich habe eine im Moment. Wie viel hast du? Drei. Genau. Und wir zeigen euch das jetzt einfach, wer die ersten 8 Karten hat, weil der Spieler hat das Spiel dann dadurch gewonnen. Und ich habe ja gesagt, 8 Krebs. Spieler. Ja, jetzt habe ich ihn aufgepasst. Ja, auch deine. Zu 8 deswegen schwierig, weil man natürlich hier den Überblick verliert. Deswegen 8 ist schon natürlich Maus. Heftig. Oder was das sein soll. Gewicht. Gewicht. Oh, jetzt habe ich an der falschen. Oh, ein Gewicht. Und du hast tatsächlich. Du ich habe da drauf geschaut. Ja, und du hast hier. Da ist nämlich Gewicht. Und tatsächlich, es ist die Maus. Hast du aber Glück gehabt. Ratzo,
ich habe da drauf geschaut. Na, genau. Immer drauf. Und jetzt wollte ich mit das holen. Das hast du jetzt. Wie viel hast du denn jetzt? Was? Ich habe 5. So, und jetzt bin ich mal ruhig. Jetzt will ich nämlich auch mal ein paar Punkte machen. Am schnellsten. 8. Gegen 3. Aber ich habe auch sehr viel erzählt in der Hinsicht. Glückwunsch, Elias. So. Du hast dich nur das krank. Ich habe den Zuschauern zu viel erklärt. So, Elias, genau, wird zusammengeklappt. Und dann gibt es noch ein paar Infos zum Spiel. Ihr seht schon mal die große Anzahl an Karten, also die Vielzahl an Karten. Ist echt eine Menge dabei. Das Ganze schnell gespielt. Übrigens, was ist denn so? Die sind dick und das ist so ein Plastiküberzug. Also wenn ihr da was verschüttet, ist gar kein Problem, weil das Ganze spielt man natürlich auch mit Kindern und da soll es natürlich auch passen. Übrigens, auch diese Übersichten sind mit so einem Überzug versehen, also so einem Plastiküberzug, also gar kein Problem. Ansonsten, Elias, wie gefällt dir denn das Spiel? Gut. Ist es für dich mehr Lernen oder mehr Spaß? Mehr Spaß. Sicher? Ich meinte Lernen. Das Lernen kommt bei dem Spiel schon mehr in den Vordergrund. Und wer jetzt vielleicht überlegt und sagt, wir suchen so ein Lernspiel, wo den Kindern nicht auffällt, das fällt ihnen sofort auf, weil hier lernt man schon einiges. Aber das Gute ist, wenn ihr das Spiel gut beherrscht, dann könnt ihr Risiko gehen. Das macht der Papa ja ganz gerne. Dann schaut man nicht auf die Übersicht, schaut nur die Tiere an und sagt dann seine Antwort, ohne auf die Übersichten draufzuschauen. Habt ihr bei Elias... Vorhin hast du es auch einmal gemacht, weil man davon ausgeht, man weiß es. Ich brauche nicht auf die Übersicht draufschauen, man weiß es. Also bei dem Spiel die Anzahl... Das war, wo die Fledermaus richtig genau, war, ich glaube die Fledermaus. Und das ist schon ein Vorteil. Ich und bin wie gesagt, mir noch sicher. Genau, und das Ganze natürlich verpackt in so einer Dose ist, wie sage ich immer so, Reisespiele. Reisespiele haben wir euch ja schon vorgestellt. Das ist ein super Spiel für die Reise, weil gerade... Geht nicht so schnell auf. Geht nicht so schnell kaputt, meinst du? Ja. Auf soll es ja schnell gehen. Ja, das ist natürlich super. Die Anleitung ist wirklich sehr schnell erklärt. Die Karten sind super. Ganz genau. Also insgesamt ein gutes Lernspiel. Also unter der Prämisse müsst ihr sehen, wir spielen es ab und zu, nicht regelmäßig, das muss man auch ganz sagen. Die Alina, die ist noch zu klein, die kennt die Tiere nur nicht alle richtig, aber für den Elias ab 6 Jahren ist das Spiel ideal und er ist mittlerweile natürlich auch sehr schnell, immer noch schneller teilweise als den Papa, ne, die Mama ist schneller, die Mama ist bei solchen Spielen richtig schnell, weil so Reaktionsspiele hat sie auf jeden Fall drauf, aber insgesamt ein durchaus gutes Spiel, nehmen wir vielleicht auch in den Bereich der Lernspielreihe mit rein, da habe ich ja auch schon eine Reihe gestartet oder die Reihe läuft ja, wo wir euch Lernspiele vorstellen, abhängig vom Alter. Und ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo man auf jeden Fall in die Lernspielreihe dazu nehmen sollte. Es macht Spaß, aber der Lernfaktor, der kommt wirklich stark durch, oder? Ja. Okay, aber Spaß haben wir trotzdem mit dem Spiel. Das waren alle Infos zum Spiel. Ansonsten... Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo. Von meiner Seite sage ich mal tschüss. Mach's gut. Bis bald. Oh. Bye, bye. Du hast ja ein Wortlaut. Tschüss, mach's gut. Was ist mit dir los? Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Hause.